Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Dodraki Kid Series. Wir sind jetzt beim letzten Kid mit dem Buchstaben B. Und was das Kid macht, kann ich euch eben erklären. Nämlich ist es als Boxer so, dass ihr zum einen mit der normalen Hand genauso viel Damage wie mit einem Steinschwert macht, was auf jeden Fall ziemlich gut für den Anfang der Runde ist, aber im späteren Verlauf eher nicht. Den Grund kann ich euch gleich erklären. Aber zum zweiten ist es auch noch so, dass ihr weniger Schaden bekommt, weil euer Gegner euch keine Crits geben kann. Das heißt, ihr bekommt nur den normalen Damage und da Crits ja mehr Schaden machen, bekommt ihr ja weniger Damage. Wir machen uns jetzt am Anfang der Runde, würde ich sagen, kein Schwert, damit ich euch eben nochmal das Kit zeigen kann. Oh, er tut mir gerade echt ein wenig leid. Ja, normalerweise mache ich sowas echt nicht gerne. Aber naja. Okay, hier haben wir ein paar Afkaler. Oh Mann, was eine Runde AG. Die töten wir mal. Ich meine, es wird eh irgendwer anders die töten, so. Dann machen wir es halt. So, dann haben wir jetzt hier Highlights. Genau, ihr seht jetzt, dass ich jetzt doch ein Schwert benutze. Warum ich das mache? Weil es halt immer passieren kann, dass ihr trotzdem was ins Impf gedroppt bekommt und somit halt keinen freien Slot für die Hand habt. Und mit einer Suppe macht ihr natürlich keinen Damage. So, den haben wir jetzt noch bekommen. Generell würde ich aber sagen, dass es so eher ein Einstiegskit ist, weil ihr halt weniger Damage bekommt und es eher für Noobs geeignet ist. Aber es ist auch für Tournaments oder so eigentlich ganz gut geeignet. Weniger Damage ist natürlich immer gut. BTF. Da mischt sich jetzt erstmal ein. The fuck. Okay, keine Ahnung, was es hier ist. 101. Ja. Ich hoffe, dass er nicht allzu viel geklappt hat. Alter, ist das eklig hier im Wasser. Boah, wir refillen hier eben sozusagen kurz. Nicer Refill. Ich kann gerade irgendwie gar nicht refillen oder so. Okay, den müssen wir leider killen. Jetzt nicht mit den Schüssen, weil wir die ganze Zeit gefightet haben. Aber auf jeden Fall gut fight. Ja, wir haben jetzt bisher stabile 5 Kills. Geht auf jeden Fall klappen und wir 26 Mann Runde. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass das Leaderboard geändert wurde. Nämlich gibt es jetzt ein neues Punktesystem. Und durch dieses neue Punktesystem bin ich tatsächlich wieder im Leaderboard drin. Ich war ganz damals, war ich irgendwo 6. Platz oder so im Leaderboard. Aber mittlerweile dann nicht mehr irgendwann. Oh Gott, leider. Warum haben die Joker gebracht? Er wird safe mehr Retrop als ich haben. Und Junge, der will uns trappen. Okay. Der da hat einen Trap, der Claudi. Und wir müssen mal aufpassen, dass wir den irgendwie bekommen. Auf jeden Fall war ich damals mal im Leaderboard drin, aber irgendwann war ich 2 Tage oder so gebannt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Jetzt bin ich aber tatsächlich wieder halt drin. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier gerade machen. Oh Gott, da ist der Schlupf. Ja. Aber zum Glück hat er mich noch einen kleinen Cave-Teil geschubst. Oh, er ist in die Schlucht gefallen, perfekt. Creeper? Oh mein Gott, der ist halt instant explodiert. Warum auch immer und wie auch immer.
Okay, jetzt hat er sich selber etwas getrappt. Hoffen wir, dass er mal nicht so viele Seeds hat. Oder er sich tankt. Die Refills sind wieder on top. Ja, da ist mir ein Cape gefallen. Wir haben echt nicht mehr viele Subs, deswegen müssen wir jetzt mal hoffen, dass er selber auch nicht so viel hat oder es nicht tankt. Aber er will die ganze Zeit wegkommen. Vielleicht, ja, perfekt, da irgendwie. So, jetzt müssen wir aber echt mal Recraft haben, weil wir jetzt gar nichts haben. Also, so, es sehen jetzt noch zwei andere. Genau, tatsächlich bin ich momentan Vierter am Leaderboard. Leo ist auch Zehnter am Leaderboard, Junge. Gang dominiert. Ist aber schon ganz geil. Genau, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass morgen meine F1-Challenge kommt. Die habe ich schon aufgenommen. Habe ich vor drei Tagen aufgenommen. Und das Ding ist, ich habe die halt gerendert und so. Und als ich die auf YouTube hochgeladen habe, haben halt andere Leute aus unserem Clan geschrieben, so, ja, das Video ist voll leise, so. Das habe ich am Anfang nicht gedacht, weil ich nämlich ein neues Headset zu Weihnachten bekommen habe. Okay, der Creeper. Okay, der Creeper explodiert ihn einfach komplett. Okay, wir fighten jetzt den nochmal. Also ist jetzt das Video, ich hab's in dem Moment, wo ich halt geschnitten habe, war es halt komplett laut. Das heißt, das Video ist jetzt etwas leise. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein gutes Video geworden. Ja, versuchen wir jetzt nochmal den Chicken hier zu bekommen. Ey, dieses Skelett. Der tötet jetzt auch in schnell. Perfekt, danke. Nice. Das war eine nette Kombo. Nehmen wir jetzt noch zwei Bars. Nice, perfekt da angehen. Er war out of, jetzt bin ich auch fast out of. Oh mein Gott, Alter. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das extra war oder nicht. Aber er tut mir gerade echt leid. Jungs, ich hoffe, ich kann euch jetzt Boxer etwas vorstellen. War jetzt eine kurze Runde. 7 Kills, ist aber stabil. Ich kann euch noch mal eben ganz kurz das Leaderboard zeigen. So, ich habe den Soundtrack gerade nochmal gefragt. Tatsächlich war es echt ein Versehen, dass er da explodiert ist. Auf jeden Fall trotzdem GG, war eine gute Runde. Hier seht ihr nochmal, ich bin Vierter am Leaderboard gerade. Norris ist weit über mir. Und hier unten ist Leo. Ich hoffe aber trotzdem, die Runde hat euch gefallen. Wie gesagt, kommt morgen meine F1-Challenge online. Ciao.